Was machen Sie denn noch hier? Ich bin aus dem letzten Sketch übrig geblieben. Ja, das sehe ich. Aber warum? Ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl. Das heißt ja, es ist hier die Sendung im BR, wo man eher so Verständnis mit den Grünen hat. Ah, nee. Wir fühlen uns dem journalistischen Ethos verpflichtet. Und deswegen halten wir Abstand zu allen Parteien. Und deswegen kommen hier eigentlich am Schluss der Söder und dieser Aiwanger vor und dürfen noch was sagen. Das ist ja Satire. Damit zeigen wir ja gerade unseren Abstand zu den Mächtigen. Ja, jeder soll seine Lebenslügen haben. Also wenn wir schon von Lebenslügen sprechen, dann reden wir doch mal von Ihrem Plan für die deutsche Wirtschaft. Ökostrompläne kosten hunderte Milliarden Euro. Die von der Bild mögen mich nicht. Und deswegen wollen Sie auch nicht verstehen, dass hunderte Milliarden Euro Investitionen, die ein Staat tätigt, nicht weg sind. Sondern der Wirtschaft zugutekommen, sprich, dieses Geld, das die Regierung ausgibt, wird auch von jemandem verdient. Da sind wir offenbar ganz der gleichen Meinung. Ja gut, das mag schon sein. Aber was ist eigentlich mit diesem Klimageld? Mit wem? Ja, dem Klimageld. Das sollte ja den Bürgern und Bürgerinnen ausbezahlt werden, wenn sie wenig CO2 verbrauchen. Das sollte gerade den einkommensschwachen Schichten helfen, weil die ja automatisch weniger CO2 verbrauchen, weil die eben wenig Geld haben und deswegen wenig konsumieren können. Und durch das Klimageld sollte einerseits die soziale Spaltung gemindert werden und andererseits sollte so Klimapolitik mehr Akzeptanz... Oh Gott, was ist denn? Was haben Sie denn? Haben Sie was für den Magen? Oh ja, selbstverständlich. Oh, danke. Naja, Klimageld sicher, aber ich, also die Bundesregierung kann sich doch nicht um alles auf einmal kümmern. Doch, das muss sie. Und sie müssen auch gleichzeitig Christian Lindner dazu bekommen, die Schuldenbremse endgültig aufzugeben. Oh. Wollen Sie noch was sagen? Nein, der Rest ist Schweigen. Na dann, gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.